Das ist jetzt unpraktisch. Wir können Rüstung auch erstmal ignorieren und stattdessen eher auf Ausweichen und Ausdauer gehen. Dadurch hält er ja auch mehr aus. Kriegsführung brauchst du eigentlich fast gar nicht. Du brauchst nicht mehr Mana, du hast keine Spezialattacken in der Hinsicht. Spotten willst du nicht. Direkt ist der Spotter. Na nee, gut, dann kriegst du 1, 2, 3 Punkte in Ausweichen. Steigert den Ausweichwert um 4%. Euer Ausweichwert steigert sich um weitere 4 Punkte. Weitere 4 Punkte. Ihr leistet Gegenwehr sofort nach dem ersten Nahkampfangriff, dem ihr in einer Runde des Gegners ausweicht. Das ist sehr praktisch. Ja, klingt gut soweit. Auch wenn wir vielleicht eventuell eher aufs Schwert gegangen wären sollten, wie auch immer, damit wir mehr Schaden machen. Aber ich denke mal, zwischendurch ist auch ganz gut, was Passives, Defensives zu nehmen. Da geht's weiter. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Okay. Ah, da geht's weiter. Und hier ist bestimmt ein Banditenschlüssel drin. Nein. Ah, doch. Schlüssel für die alte Rollbehälter. Und eine magische Leinenrobe. Ich hoffe, es gibt später eine Fähigkeit für eine Magierin oder dergleichen, dass sie auch außerhalb der Stadt Sachen identifizieren kann. Weil ich habe immer das Bedürfnis, wenn ich solche tollen Sachen finde, gleich identifizieren zu sprechen oder mit Rechtsklick drauf zu gehen, weil das Skill von ihr hoch genug ist. Also jetzt in 6 und 7 bei Mother Magic zum Beispiel. Aber es gibt ja leider keinen Identifizieren-Skill bisher. Krasse Pilze. Luke, es war ein Fehler von euch hierher zu kommen, Abenteurer. Auftrag missratener Söhne. Was? Eileen schickt euch? Sie ist gewiss beharrlich. Noch eine letzte Gelegenheit, was? Wenn ihr sie seht, sagt ihr, es täte mir leid. Aber ich werde nie der Mann sein, den sie gerne aus mir machen würde. Ich mag ein Bandit sein, aber wenigstens habe ich mir dieses Leben selbst ausgesucht. Und da ich nicht die Absicht habe, den Rest meiner Tage in einem Kerker des Imperiums oder gar der Inquisition zu verbringen, lässt sich das hier wohl auf nur auf eine Weise beenden. Ja, anscheinend schon. Hat nämlich die Aline von uns, glaube ich, auch gefordert, dass wenn sie nicht einsichtig sind, dass wir uns um sie kümmern sollen. Letztes Mal haben wir ihn gehen lassen, jetzt kämpfen wir gegen ihn. Zieht euer Schwert. Feuer, was hast du da? Er ist ein Boss, ist also gegen Gift, Gedankenmanipulation und so weiter immun. Okay, was noch? Warum kann ich das nicht angucken? Okay, Eis. Rachsüchtig. Erhält einen zusätzlichen Angriffsversuch. Nee. Wenn er, glaube ich, selber angegriffen wurde. Für jeden ausgewichenen oder parierten Angriff. Okay. Na komm her. So, du Schild. Du machst einen Debuff, bitte. Brauchst aber erstmal einen Trank, okay? Du haust, du spottest. Tiriks Schild ist beschädigt. Ja, okay, er kämpft doch mit einer Axt. Und Äxte sind echt gut da drin, Rüstung kaputt zu machen, also Schilde. Also ich weiß nicht, ob es hier in dem Spiel so ist, aber bei den meisten anderen Spielen halt. Jetzt schon eine Heilung zu machen, wir ein bisschen früh. Machen wir ein bisschen Schaden. So, jetzt kannst du entzweien. Du kannst hauen, du kannst spotten. Wow, okay. Tirik muss dich. Was ist das denn? Greift Tirik an, greift Tirik an, greift Tirik an, greift Tirik an, greift Tirik an. Okay. Okay, es waren auch 2 Runden, aber trotzdem. Du hast keine Zauberpunkte mehr für die Heilung. Nimm Trank. Du machst Feuer. Du spottest diesmal nicht. Du haust ganz normal zu und du haust auch normal zu. Oh. Oh. Du. Heilung. Solana ist wieder bei Bewusstsein, okay. Du schubst ihn bitte weg. Ach, geht nicht. Mist.
Du haust, du spottest. Wow, okay. Du heilst nochmal. Du trinkst. Nimm einen großen Trank, das ist eine Notsituation. Typ ist echt garstig. Du haust, du... 150 Lebenspunkte? Nee, es wäre Overkill. Trink einen normalen Trank. Autsch. Du... Zaubertrank. Du Feuer. Müssen runterbekommen, bevor uns alle kaputt haut. Du haust, du spottest. Oh, übel, übel, übel. Du Schild, du Feuer. Du Heiltrank, du Hauen. Hau. Tiriks Waffe ist wieder beschädigt. Okay, du... Keine Heilung diesmal. Schild müsste noch aktiv sein. Also Eis. Feuer. Hauen. Hauen. Und... Das Schild scheint doch nicht mehr aktiv zu sein, sonst hätte er keinen Schaden bekommen. Also neues Schild. Und Feuer. Gleich ist er auch kaputt. Sehr gut. Hauen. Oh. Geogonos K.O. Mehrfach K.O. Ich hoffe, der ist nicht gleich tot. Du hauen und du hast keine Zauberpunkte mehr. Übel, übel. Der war richtig garstig. Kennt man so gar nicht. Wir haben ein Schild dazu bekommen und ein Wiederherstellungselixier. Okay. Du... Heilung bitte. Gerogon wieder beleben. Die freuen sich ganz schön über das Buch. Perfekt. Das ist das Buch, das der Einhornherzog von diesem Banditen wieder beschafft haben wollte. Gut. Genau. Sie hat sich also bedankt. Ist los. Und wir sind jetzt alleine hier in der Räuberhöhle. Danke, Mädel. Hier. Da ist schon wieder das Symbol. Also, dass man auf dem Ladebildschirm sieht und dass wir auch vor dem Leuchtturm im Sand gesehen haben. Das ist bestimmt noch wichtig. Noch irgendwas hier? Der Bandit hat in einem Raum gearbeitet, wo überall Skelette rumliegen. Okay. Du. Vitalität, Geist, Magie, Magie. Na, wohl lieber noch mehr Geist für noch mehr Mana, okay. Raus. Und was nimmst du denn nochmal? Erdmagie Meister bringt 15 Widerstand gegen Erdmagie, der Ziele wird ignoriert. Lieber... Lichtmagie. Wir haben noch keinen richtigen Lichtheilzauber. Also macht das, glaube ich, noch nicht so viel Sinn. Bringt nicht wirklich was, Rüstung zu steigern, wenn man kein Nahkämpfer ist. Und das bringt keinen Schutzvorteil. Es gibt nur weniger Abzug auf den Angriffswert. Also denke ich, gehe ich mit ihr auf Mystik. Und einen Punkt in Ausdauer, damit sie nicht ganz so schnell umkippt. Bestätigen. Und hoch da. Ich glaube, wir kommen jetzt schon draußen irgendwo raus. Oder dass das hier so eine Art Abkürzung nach draußen ist. Das heißt, jetzt haben wir echt nur noch das Schloss, richtig? Räuberhöhle, Stufe 1. It smells musty in here. Stinkt ganz schön hier. Raus. Oh, oder ging's da hoch? Gucken wir mal. Wie. Ah, ich bin echt gespannt, wie das mit den Ladezeiten wird, wenn das Spiel fertig ist. Dauert ja nicht mehr allzu lange, bis es rauskommt. Und ich hoffe, dass dann wirklich die Charaktere übernommen werden können. Weil ein drittes Mal neu anfangen ist, nee. Also ich werde wahrscheinlich trotzdem machen, aber trotzdem wäre es nicht ganz so toll. Na komm schon. Ah ja, und genau das Ding hier meinte ich. Sieht recht ästhetisch aus.
Vor allem das Ding da. Ah, ich höre schon die Außenwelt. Ein Feuer ganz leise knistern und Wind heulen. Und komisches Fiepen, so man das darstellen soll. Na? Ah, na also. Jo, war der Ausgang. Schlafen wir kurz. It's the perfect day to begin a journey. Wir fangen mal wieder eine Reise an. Und wo führt unsere Reise jetzt hin, frage ich mich gerade. Tagebuch. Tagebuch. Bestiarium. Kehrt zu Jassa zurück. Okay. Bringt Owens Asche zu... Ja, das dauert noch. Wir haben Luke gefunden. Den nächsten Obelisken haben wir noch nicht gefunden. Findet das Geheimversteck des Abwrackerkults. Und da sollen wir das Schwert finden von dem Nager, der uns den Tee gegeben hat. Wobei wir die Tee-Quest noch gar nicht haben. Wir konnten nur Tee bei dem Händler hier draußen kaufen, aber nee. Sollten wir vielleicht einfach mal machen. Vielleicht löst das ja auch noch irgendwas aus, oder wir brauchen es für später. Mehrere Teesorten oder dergleichen. Weißt du, wir gehen mal ganz kurz zu den Händlern, danach in die Stadt zurück zum Identifizieren. Und Essen kaufen. Und dann sprechen wir noch mit Maximus. Dass der uns dann hier hinten reinlässt in das Gebäude. Oder beziehungsweise er uns den Auftrag gibt, da nach dem Rechten zu gucken. So. Hallo, fahrender Kaufmann. Das hier haben wir alle schon, richtig? Ich glaube ja. Und du, wir würden gerne Naga-Tee kaufen. Ihr haltet Olea-Tee. Also seht ihr was anderes. Sehr komisch. Irgendwelche interessante neuen Waren? Kleiner Mana-Trank. Boah, geht so. Ah, was bist du denn? Zwei Stufen in der Fähigkeit Ausdauer. 863 Gold. Boah. Sieht noch gar kein Amulett. Tirik auch nicht. Er auch nicht. Talana auch nicht. Los, den kaufe ich mir. So. Weg, 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 weg. So. Raus. Raus. Und wer kriegt das Amulett jetzt? Ich glaube, Tirik. Wir haben gerade gesehen, er ist zwar unser Tank und er hält auch mehr aus. Aber wenn er wirklich mal so einen Boss tanken muss, hat er momentan nicht so wirklich viele Lebenspunkte. Er hat dafür zu viele Punkte am Anfang auf Stärke bekommen von mir, was sich jetzt heimzahlt. Also in den nächsten Stufen aufsteigen sollten wir da unbedingt darauf achten. Ein Punkt Stärke, ein Punkt Wahrnehmung, zwei Punkte Vitalität. Mindestens, wenn nicht sogar noch extremer. Und warum geht's hier? Hier ist eingezeichnet, dass man da lang gehen kann. Zu dem Ding da. Vielleicht gibt es echt einen Wasserwandeln-Zauberspruch später. Aber gut, erstmal in die Stadt zurück. Dumm, 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 dumm. Da.